ist und nichts kostet. Und ich glaube nicht mal, ich glaube, weißt du, wo ich irgendwie sogar noch den Verdacht habe, dass es sonst nicht nur kostenlos wird, sondern dass man dann jährlich dafür zahlen muss. Weil es soll das letzte Windows werden. Und naja, wie macht eine Firma, die dann kein Produkt hat, Umsatz? Letztendlich ist auch das Problem, dass es dir irgendwie wohl oder übel dann noch kaufen musst, weil irgendwann werden sie jetzt, wie beim Microsoft XP war es, glaube ich jetzt, hatten sie auch, ich weiß, vor ein paar Monaten oder so, einfach den Support eingestellt. Dass du einfach keine Sicherheitsupdates und nichts mehr kriegst. Und dann musst du wohl oder übel irgendwie auf Windows 10 umsteigen. Das ist es ja wieder. Ja. Aber naja. Aber Windows 10, tut mir leid, ist der größte Rotz, den Microsoft mal wieder auf den Markt geschmissen hat. Ist meiner Meinung nach wirklich der größte Rotz. Den hätten sie sich sparen können. Aber es ist so, wenn man die Microsoft-Geschichte anschaut, es haben sie ja immer schon so im Abwechslung gemacht, kann das sein? Windows 95 war scheiße. Windows 98 besser. Nicht mehr so. Dann Windows 2000, kacke. Windows XP war gut. Windows Vista? Aber jetzt ist es so, Windows 7 war gut. Windows 8 ist scheiße. Und Windows 10 ist auch scheiße. Ja. Dann kam Windows Vista, war auch kacke. Windows 7 war gut. Und ist immer noch gut. Jetzt kommt der Bruch. Jetzt kommt Windows 8, ist scheiße. Windows 10 ist der absolute dampfende Kackhaufen. Das heißt, Windows das 11 nächste muss richtig, richtig geil werden. Genau, Windows 12. Oder es wird nochmal richtig scheiße und danach kommt was richtig Geiles. Und oder es wird nochmal richtig scheiße und Microsoft ist pleite. Dann stehen alle auf Apple um. Oh Gott, Apple kann ja nicht leiden. Oder einfach Linux. Naja, aber Apple, muss ich ehrlich sagen, Apple kann ja nicht ab. Ja. Apple kann ich auch nicht ab. Apple, da bezahlst du auch nur für... Für Namen einmal und auf der anderen Seite, sag mal, willst du wirklich einen Apfel kaufen, wo schon einer reingebissen hat? Nee, also Apple, nee, ich bin auch kein Apple-Produkt. Also iPhone zum Beispiel, überhaupt kein Fan vom iPhone. What? Oh, Diamanten, okay. So schlimm, dass ich kein Fan vom iPhone bin? Nein, hier sind Diamanten. Ich war gerade völlig irritiert, weil ich das vorhin gar nicht gemerkt hatte. Ich habe hier den Gang weitergebaut und habe nicht weiter geguckt. Also ein Fan von Apple bin ich auch überhaupt nicht. Ja. Ich kann es auch nicht verstehen, wie man sich jedes Jahr das neue iPhone holen kann. Ja, das da zahlst du auch den Namen. Ja. Ich weiß, was die scheiß Einzelteile kosten in dem Ding. Und wenn du mal ehrlich bist, dann gibt es da noch die verschiedenen Versionen. Also gibt es zum Beispiel noch mit 16 GB, 8 GB und dann kostet das eine einfach mit 16 GB so fucking viel mehr als es mit 8. So, als wenn ich eine Speicherkarte kaufe mit 8 GB und eine mit 16 GB, zahle ich vielleicht 4-5 Euro mehr und nicht $50 oder 50 Euro mehr. Also, naja. Wenn man so ein bisschen die Preis-Leistung. Ich hab mein Sony Xperia. Jetzt mache ich schon wieder Werbung. Ich habe mein Sony Xperia Z mittlerweile seit 2 Jahren. Ich hab das auch. Und weißt du was? Das Handy ist geil. Es ist wirklich geil, das Handy. Das ist wo bist du gerade? Draußen, ich komme aber schon runter. Ich bin gerade draußen. Also, das ist das Z, nicht das Z1, nicht das Z2, nicht das Z3. Es ist das Z noch. Da gab es noch keine Zahlen. So. Und es ist immer noch geil und es funktioniert noch, der Akku ist noch genial. Hattest du jetzt, also ich habe ja auch das Xperia Z, welche Version ist denn das? Wo sind denn die Diamanten? Android. Ah! Unten. Hups. Hattest du da mal im Sommer, war das glaube ich, eine neue Version raufgehauen? Ja. Die war irgendwie, ich weiß nicht, das hatte ich auch gelesen, da hatten sie irgendwie was verkackt, ich weiß nicht, da... Ja, aber da kam zwei Tage später das Update. Naja, dass der Akku dann irgendwie echt kurzlebig war. Ja, gut. Ja. Wenn zwei Tage später dafür das Update kam, dafür ist ja... Hab ich gerade wirklich wieder nur einen Diamanten? Oh! Vier!
Einer. Nein. Zwei. Zwei. Gut. Und dann. Ich hüpf rauf. Du kannst fahren. Ich hab die Diamanten. Oh, Lava. Was passiert jetzt, wenn wir die sieben Diamanten, die ich gerade einstecken hab, so ganz außersehen in Lava fallen? Wäre nicht... Lava. Hilfe. Genau, so geht's den Diamanten dann auch. So, jetzt haben wir insgesamt 11 Diamanten. Rein theoretisch könnte ich ja... Eigentlich brauche ich gar nichts. Eine Glücksspitzhacke haben wir, eine Lucky? Hat sich erledigt. Brauch nichts. Sodala. Schatz. Hast du Hunger? Gut, ich auch. Da ist noch eine Semmel. Was haben wir zum Essen? Ich habe gesagt Essen. Was haben wir zum Essen? Radieschen. Nahrhaft. Frauen werden uns Männer nie verstehen. Doch, ich habe doch Fleisch gekauft. Ich war beim Metzger. Nee, den mache ich morgen. Krebs Z weiß auch nicht, wie es geht, oder? Keine Antwort, okay. Will ich nicht am Wochenende machen? Ein Salat mit Putenstreifen. Und Krebs-Set. Also. Was? Was? Krebs-Set. Ich denke zumindest, dass es Krebs-Set ist. Keine Ahnung. Ich mache einfach ein. Was? Krebs-Was? Suset? Krebs. Was? Suset? Was denn? Kennst du kein Krebs-Set? Nein. Was ist das? Essen. Google es mal. Ja, wie schreibt man das? Keine Ahnung. Okay. Dann google ich mal. Ich würde es einfach mal so google, Ich seh's. Oder? Scheiße, jetzt ist es weg. Ach da, Krebs Suzette. Ach so, einfach, nee, was? Einfach ein Crepe mit, was? Also ich würde das Crepe jetzt dann noch flambieren. Ich sehe es gerade hier, der flambiert wird. In was? In einer Orangenlikör-Orangensaftsoße. Okay. Ja gut. Und normal. Okay, das kenne ich so nicht. Und normale Crepes würde ich halt. Crepes würde ich halt so noch mit Vanilleeis. Ja. Würde ich halt mit Vanilleeis füllen, Schokosoße ein bisschen drauf und Schlagsahne. Wenn die Schlagsahne es überhaupt überlebt, vom Kühlschrank bis aufs Crepe. Also so Sprühsahne. Ja, ja. Wenn sie es nicht überlebt, dann muss man halt auf der Sahne verzichten. So Mund auf. Und rein damit. So. Ja. Die Sache ist die, hey, warum ist meine Diamantrüstung schon wieder so geschädigt? Diamanten, ihr dürft auch mal kommen. Ich hüpfe hier gerade rum. Weiß gerade nicht, was ich treiben soll. Wir. Guck doch mal bei den Schafen vorbei. Ja, wollte ich gerade machen. Ich habe bei zu den Schafen. Wo haben wir denn Weizen? Hä? Jetzt mit Facecam. Ja, das hätte uns bestimmt lustig ausgeschaut. Ja, dann muss ich mir mal eine Webcam kaufen. Weil meine Kamera mit die Panasonic, die will er nicht ganz fressen am Rechner. Da kriege ich das Bild einfach nicht her. Irgendwie brauche ich so ein komisches US-Stream oder US-Stream. Das kostet wieder Kohle.
Muss nicht sein. Also kümmere ich mich mal um unser Feldchen da draußen, was nicht automatisiert ist. So. Alter, ist das für... Ninko? Ja? Ich möchte mal so einen Verdacht äußern. Hast du das Feld hier angesetzt? Welches Feld? Das mit dem Weizen? Ich hab nichts gemacht. Mit dieser Aufnahme. Nee, ich meine das letzte Mal vielleicht. Kann das sein? Ich kann mich nicht dran erinnern. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum? Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich das Feld immer so verdammt übertrieben groß gemacht habe. Was? Ja, ich habe genau ein Stack Weizen rausgekriegt aus dem Feld. Meinst du das jetzt am See? Kleinen See da, ja. Ja, wie im Wald. Überall am Wald hin. Nur großer Wald. Dann kam das Feuerzeug. Dann kam das Feuerzeug. Und die Axt. Die Axt kam auch noch. Ja, gut. Ist das Lapis oder dich? Das. Ich glaube, das ist Lapis. Ich will jetzt mal nicht alles abernten, weil da drüben geht's ja weiter mit dem Feld. Also ich glaube, ich bin unschuldig diesmal. Ich war das mit dem Feld nicht. Mhm. Nein. Das wüsste ich. Hast schon mal deine Miets gefragt? Nein? Ich weiß nicht mal gerade, wo die ist. Vielleicht hat sie sich einfach mal eingeloggt, den Server gestartet. Mhm. Das glaube ich sofort. Dann einfach mal ein Feld gemacht. Mäh. So, ihr zwei dürft jetzt Liebe machen. Oh mein Gott, ich habe zugeschaut. Tut mir leid. Ich guck weg. Schafporno. Eigentlich das Gehege da, wo jetzt die Schafe drin haben, wollte ich die Kühe reintun, weil die Kühe größer sind und mehr Platz brauchen. Egal. Ja, ist mir dann auch aufgefallen. Ich habe erst Schafe geholt und dann ist es aufgefallen. Nö. Nee. Ich will eine braune Kuh. Jetzt ist eine schwarze Kuh geworden. Aha. Schwarz-weiß und braun-weiß ergibt eine schwarze Kuh. Okay. Ja, ergibt ja fast Sinn, denke ich. Und wenn ich jetzt schwarz-weiß mit einer weißen Kuh mischen würde, weißt du, was dann rauskommt? Nee. Eine grüne Kuh. Klingt logisch. Gell? Ist es auch. Ja. So. Ich finde echt nichts Gutes. Ninko, ich habe mal eine Frage zu der einen Leiter in deinem Baumhaus. Hä? Nicht in deinem Baumhaus, in deinem Haus, was du gebaut hast. Habe ich mal eine Frage zu der einen Leiter? Ich habe da keine. Was? Leitern? Ich habe da nur eine gemacht, oder? Das sind zwei. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich habe mal eine Frage dazu. Ist es Absicht, dass man oben dann im ersten Stock ist, sich den Kopf am Dach anhaut und nicht rauskommt? Was? Uff. Keine Ahnung. Also ja. Weiß gerade nur von einer Leiter. Sie hält mir gerade irgendwas Giftiges Rotes vor die Nase. Sag ich doch giftig. Radieschen. Ich bin ein Mann. Ich brauche Fleisch. Ansonsten löse ich mich auf oder gehen Flammen auf. Ja. Ich habe Salat gekauft. Ich will am Samstag dann Suizid begehen. Indem ich Salat esse. Und Salat schrumpft der Bizeps. Was machen wir eigentlich mit den Mukus, die jetzt hier vorne sind? Drin. Die werden geschlachtet. Okay. Mö, 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 mö. Auf den Kopf ziehen, ne? Mö, 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 mö. Wir haben keine Mukus mehr. Alle tot. Genau. Eine Plünderung. Ein Plünderungsschwert wäre vielleicht auch noch cool. Ich habe ein Schärfeschwert. Ich hab nur so ein beschissenes Might-Schwert, was gegen Zombies oder so gut ist. Oder weiß ich was.
schlachten. Kühe schlachten hat mich hungrig gemacht. Gleich mal ein ganzes Kalbsschnitzel fressen. Okay, ich glaube, wir haben erstmal genug Cobblestone für die nächsten 15 Minuten? Ja, doch, ja. So, und wir haben ja. Hey, wir haben schon 45 Leder. Rein theoretisch könnte man doch Bücher verzaubern. Jo. Mal machen. Braucht man dafür auch Level 30? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Muss mal gucken, was angeboten wird. Mach ich jetzt nicht. Dann. Was machen wir denn? Wir könnten ja mal. Ich habe die Stadt letztens weitergebaut. So, ich tue jetzt aber erstmal hier nochmal die Bäumchen wegreißen. Haben wir noch Laub? Haben wir noch Laub? Ich glaube nicht, nein. Kein Laub mehr? Nein. Ziegen. Laub. Okay, dann nehme ich mir noch ein paar Scheren mit, nämlich. Dann mache ich noch ein paar Scheren. Zack, zack. 3 Scheren und dann tue ich mal den Wald abreißen. Dann kann ich doch ein bisschen besser gucken, wo ich sagen, wir machen irgendwas bauen und so. Beziehungsweise dann stören die Bäume schon mal nicht mehr, wenn wir was bauen. Kann man ja dann wieder anpflanzen. Und die Schere ist effektiver als jede Heckenschere. So, die Dirtkiste ist auch voll. Ja, oben drüber ist noch eine. So. Du, der Baum da ist ganz nackig. So. Zack. Oh mein Gott, ein Creeper! Dann da ist noch ein Bäumchen. Müssen wir mal gucken, wie wir es dann machen. Guck mal noch. Ich wollte ja noch ein kleines. Creeper. Bei dem automatischen Feld. So. Wir haben den Explosionsschaden an Objekten aus. Stimmt. Ich wollte ja noch eine Bücherei machen, wo ich dann den Zaubertisch rüber verlage. Wollte ich ja noch machen. Ich wollte noch irgendwie was fürs Nether-Portal machen. Genau, fürs Nether-Portal wollte ich auch noch machen. Sieht dabei aus. Kam jetzt eigentlich Änderungen für den Nether? In den Snapshots? Nee, oder? Eigentlich nur fürs Nether? Doch. Ja, halt. Natürlich im nee. Im End, das End ist jetzt anders da. Aber im Never. Boah, keine Ahnung. Okay. Ich habe mir die Snapshots nicht mal so wirklich angeschaut, muss ich sagen. Weil es mich gar nicht so interessiert. Ich würde auch liebsten weiter auf der 1.5 spielen. Ja, mal ehrlich, die neuen Materialien, die sind auch nicht so prickelnd. Also wegen den paar Dingen da. Das Einzige, wo ich sag, was wirklich ein bisschen cool ist, sind die Pferde. Das ist das Einzige, wo ich sag, das ist schön. Der Rest so, ist nicht so.